Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zurück bei Ocarina of Time. Ja, Leute, heute steht die große Geisterjagd an. Heute, ja, wollen wir die Nachtschwärme für diesen sehr netten Herrn hier sammeln. Ein paar Geister hat er schon in seiner Sammlung, wie ihr seht. Sie sehen eigentlich ganz fröhlich aus. Ihr seht, die Mundwinkel gehen nach oben. Sie fühlen sich wohl in ihrem Käfig. Na, mein Junge? Hast du ein Irrlicht oder einen Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Für einen Nachtschwärmer erhältst du 50 Rubine. Sowie 100 Punkte. Du hast bis jetzt 0 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto, gut. Ich habe vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Aber ich hoffe, das kommt hin. Egal. Ja, jedenfalls 10 Nachtschwärmer gibt es zu sammeln. Die wollen wir natürlich auch alle kriegen. Gotta catch them all. Vielleicht ist auch ein Shiny dabei. Das wäre doch ein Ding. Wenn wir hier sogar ein Shiny dabei hätten. Ja, zunächst einmal lassen wir es dunkel werden. Denn wenn es dunkel wird in Hyrule, dann, Leute, dann geht das Drama erst so richtig los. Dann kommen die Nachtschwämme auch aus ihrem Versteck. Dann ist es an der Zeit, die Geisterjagd beginnen zu lassen. Aber zunächst einmal muss natürlich dafür unser treues Pferd, Epona, herbei. So, Epona, mit dir werden wir nun die Geisterjagd beginnen lassen. Auf geht's, mein Gestüt! Schreite tapfer voran. Irgendwo hier befinden sie sich, die Nachtschwärmer, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Die alles tun werden, um Links Leben noch heute zu beenden, um seine Seele zu ernten. Da vorne ist einer. Sehr gut. Den haben wir erwischt. Mit Pfeil und Bogen. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Wo sollte man ihn sonst aufbewahren, wenn nicht in einer Flasche? Damit haben wir einen Nachtschwärmer. Gehst du in Gespenstermarkt und verkaufst sie für guten Preis? Mach ich dir guten Preis, Gespenstermann. Entschuldigung, das vernichtet ein bisschen die Stimmung. Egal. Ich kann einfach nicht ernst bleiben. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist heute 5 Jahre alt. Und dieser Witz ist noch älter als ich. Unfassbar. Gut. Na, mein Junge? Ja, wir wollen natürlich einen Nachtschwärmer verkaufen, also zier ihn nicht so, nimm ihn an. Oh, du bringst mir etwas. Nun. Erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto, gut. Hast du rein 1000 Punkte gesammelt? Dann wartet eine geniale Belohnung. Gut, wir müssen unsere Nachtschwärmerjagd fortsetzen, Leute. Es ist wieder Nacht in Hyrule und wir suchen nach weiteren Nachtschwärmern. Wo lauert der Nächste? Welcher Nachtschwärmer lauert auf uns? Haben wir überhaupt eine Chance? Da ist wieder einer! Komm her! Ja, sehr gut. Schnell einsammeln, bevor er sich wieder zusammensetzt. Wir müssen den Geist einfangen, oder er wird alle Bewohner von Hyrule weiter terrorisieren. Das müssen wir verhindern. Mit unserer Kraft, mit unserem Mut, mit unserer Weisheit. Dummerweise haben wir nur das Symbol für Mut dabei. Kraft und Weisheit fehlen uns ein bisschen. Das ist ganz schön schlecht. Egal. Komm, reiten wir weiter durch die Nacht. Und da lauert auch schon der nächste Nachtschwärmer. Auch den haben wir erledigt. Ich habe verdammt viel Angst. Denn hier in der Dunkelheit, da weiß man nie, was passiert. Die Nachtschwärmer, sie riechen förmlich die Angst. Das lockt sie an.
Sei vorsichtig, Link. Sei tapfer. Ziele mit deinen Pfeilen auf das böse Herz der Geister und vernichte sie. Ich hab wirklich verdammt viel Angst. Doch wir müssen wahre Stärke beweisen. Heute Abend müssen wir ein Mann sein und Hyrule vor einer Plage retten. So wie Geralt von Riva es auch tun würde, entschuldigt. So. Auf geht's, Leute. Wo ist der nächste Nachtschwärmer? Da oben! Man könnte fast sagen, da oben drauf befindet sich der nächste Nachtschwärmer, aber leider waren wir zu weit weg. Doch ich komme zurück. Auch deine Seele werde ich mir ernten. Glaube mir, das wird kein Zuckerschlecken für dich. Und? Kriegen wir ihn? Verdammt! Er ist in der Wand verschwunden. Warum können diese Scheißviecher das? Wieder einmal ist es Nacht in Hyrule geworden. Es ist verdammt dunkel. Man kann die Hand vor Augen kaum sehen. Schrecklich. Naja, eigentlich wird es hier nie richtig dunkel. Der Himmel ist eigentlich immer dunkelblau. Nie wirklich schwarz. Die Sonne geht hier einfach niemals unter. Okay, niemals komplett zumindest. Aber was will man auch erwarten bei einem Tag-Nacht-Rhythmus von ungefähr 2 Minuten? So ist das nun mal hier in Hyrule. Da vorne, da ist der nächste Nachtschwärmer. Link, pass auf! Lass dich nicht von ihm einlullen. Sehr gut. Sie wollen uns anlocken. Nachdem sie uns gefunden haben, wollen sie uns in ihr Lebkuchenhaus locken. Es ist morgen in Hyrule. Doch, seid gewarnt. Nicht nur in der Dunkelheit schlagen die Nachtschwärmer gerne zu. Auch am frühen Morgen, wenn der Hahn gerade erst gegackert hat. Danke, Hahn, das hat super gepasst. Dann erscheint auch schon der nächste Nachtschwärmer. Da vorne! Wunderbar. Viele Nachtschwärmer haben wir bereits gesammelt. Doch weitere, die sollen noch folgen. Auch heute Nacht ist Link wieder unterwegs. Wieder die Nachtschicht. Doch Schichtarbeit wird gut bezahlt. Insofern macht Link das gerne. Doch es ist ein verdammt gefährlicher Job. Mir läuft das eiskalt den Rücken runter, wenn ich durch diese dunkle Steppe reite. Nie wissend, was hinter der nächsten Ecke, hinter dem nächsten Busch lauert. Selbst meinem Pferd schlottern die Knie. Epona, hab keine Angst. Gemeinsam werden wir den bösen Feind erledigen, der hier irgendwo auf uns lauert. Da vorne! Gott sei Dank! Epona, das hast auch du sehr, sehr gut gemacht. Gemeinsam kann uns nichts aufhalten. Denn gemeinsam sind wir in der Lage, diese Plage ein für alle Mal zu erledigen. Oh yeah! Entschuldigt. Ja. Der Morgen ist angebrochen in Hyrule. Wo ist der nächste Nachtschwärmer? Den Hahn, den haben wir bereits gehört. Fangen Nachtschwärmer neuerdings auch an zu gackern? Das wäre ein wirklich grauenvolles Geräusch. Ich könnte nie wieder einem Hahn beim Gackern zuhören. Das wäre schrecklich, wenn sich dahinter auch ein Nachtschwärmer verbirgen könnte. Irgendwo hier aus dieser Richtung kam es. Wo
Wo bist du, Nachtschwärmer? Wo bist du? Zeige dein böses Antlitz. Zeige dich. Da bist du. Komm her. Ah, wieder einmal ist er uns entwischt. Ich komme wieder, Nachtschwärmer. Noch in dieser Nacht werden wir weitere Geister finden. Da vorne! Schnapp ihn dir, Link! Ein Glück. Auch dieser Pfeil hat getroffen. Weiter geht's. Mittagspause in Hyrule. Doch auch hier sind mit Sicherheit irgendwo die nächsten Nachtschwärmer. Ich habe es im Gefühl, selbst an diesem wunderschönen hellichten Tag werden sie uns nicht in Ruhe lassen. Sie wollen ihre gefallenen Kameraden rächen. Sie wollen sich an Link rächen, indem sie komische Grafikbugs auf dem Boden produzieren. Boden! Oh mein Gott! Alex hat einen Nachtschwärmer herbeigerufen. Mit seinem Boden! Mit dem Bodenruf Nachtschwärmer herbeirufen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, Alex. Du hast mich wieder neue Dinge gelehrt. Oh, großer Halo-Meister. Doch das alles nützt uns nichts. Wir wollen diesen Geist finden. Irgendwo hier. Irgendwo hier ist er. Wo ist er? Wo könnte der Geist sein? Da ist er. Aber da oben drauf. Da oben drauf. Da kommen wir erstmal so schnell nicht hin. Wir hätten noch eine Chance gehabt, ihn zu verfolgen. Ich habe schon eine Idee. Ich werde nicht klein beigeben. Dieser Geist soll nicht länger frei herumlaufen. Ich werde noch einmal umdrehen. Epona, nicht mit dem Kopf durch die Wand, bitte. So, dieses Mal kriege ich dich. Dieses Mal dränge ich dich in die Ecke. Hast du ein schweinemäßiges Glück. Wie von Geisterhand ist er wieder verschwunden. Ja, aber das passt ja, denn er ist ja ein Geist. Die Nachtschwärmersuche geht weiter. Doch diesen einen hier, den lasse ich mir nicht mehr nehmen. Bis in die späten Abendstunden hinein, wenn es sein muss. So. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Du hältst uns nicht länger zum Narren. Das war ein harter Kampf. Und man muss sehr vorsichtig agieren, um hier die Nerven zu behalten. Diesmal ohne Epona. Epona, ich will dich nicht länger in diesen harten Kampf mit hineinziehen. Lass dich bloß nicht von den Nachtschwärmern erwischen, während ich mal kurz in den Fluss strollere. Ah, jawohl. So. Ein Irrlicht! Oh mein Gott, die Nachtschwärmer haben ihre Brüder, die Irrlichter, gerufen. Zur Unterstützung. Das macht mir verdammt viel Angst. Sein Feuer hätte mich beinahe verbrannt. Ich glaube, auch dieses Irrlicht sollte ich besser ganz, ganz schnell in einer Flasche einsperren, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Das darf nicht passieren, Leute. Ist hier irgendwo ein Nachtschwärmer unterwegs? Die ganze Nacht haben wir gewartet, hier am Fluss. Doch nichts und ist nicht geschehen. Nichts und wieder nichts. Soll unsere Suche umsonst gewesen sein? Nein! Da vorne ist er! Wir haben die ganze Nacht auf dich gewartet und nun bist du da. Da hast du noch einmal Glück gehabt. Doch glaub mir, so leicht lasse ich mich nicht abwimmeln. Wenn ich dich jetzt gehen lasse,
werden die Bewohner Kakarikos mit einem Geist vor ihren Toren niemals in Ruhe schlafen können. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Und wenn es mich das eigene Leben kostet, ich werde diesen Geist vernichten. Sehr gut. Auch der stellt endlich keine Gefahr mehr dar. Epona, in diesen letzten Abendstunden, in diesen Abendstunden reiten wir hier noch einmal entlang. Irgendwo hier ist noch einer. Ein Nachtschwärmer. Hoffentlich taucht er nicht genau hinter uns auf. Nein, er ist vor uns aufgetaucht. Wir müssen ihn erledigen. Wir haben ihn erledigt. Damit haben wir ihn. Den letzten aller Nachtschwärmer. Doch wer weiß. Wir sollten besser schnell hinmachen. Bevor neue Nachtschwärmer das Land bedrohen. Doch wir haben unsere Mission zunächst einmal erfüllt. Die 10 bösen Nachtschwärmerbrüder, vielleicht auch Schwestern, sie sind erledigt. Wir haben es geschafft. Epona. Nach vielen, vielen schlaflosen Nächten kehren wir siegreich zu dem Geisterhändler zurück. Doch wird er uns die versprochene Belohnung auszahlen? Oder wird er uns übers Ohr hauen? In diesem Job, in diesem knallharten Job, muss man sich wirklich auf alles gefasst machen. Selbst mit Betrügern. Gefeierter Held zu sein ist nichts wert in dieser Welt, die von Chaos regiert wird und von bösen Dämonen und Geistern und von Angela Merkel. Hallöchen. Hier. Logoman, bring ich dir Nachtschwärme, mach ich dir guten Preis. 10 Rubine. Na, war ja auch nur ein Irrlicht. Warum sag ich Nachtschwärmer? War ja nur ein Irrlicht. Oh. Nein, wir wollen ja keinen Nachtschwärmer freilassen, um Gottes Willen. Jetzt nimm ihn schon an, Digga. Oh, du bringst mir etwas. Ja. Erstaunlich, das ist ein Nachtschwärmer. Den Text hast du schon mal runtergedichtet. Erzähl mal was Neues. Hast du Over 9000 Punkte gesammelt? Er erwartet uns etwas. Und diese 9000 Punkte, die werden wir nun vervollständigen. Erstaunlich, das ist ja noch ein Nachtschwärmer. Es ist der 10. Ich habe mittlerweile keinen Platz mehr in meinem Käfig. Ja, komm. Ja. Over 9000 Punkte gesammelt, schon klar. Oh, wow! Much Points! Very Ghostbuster! So Reward! Nein, was? Du erwartest noch was von mir? Dank dir ist mein Bestand an Nachtschwärmern enorm gestiegen. Dies ist der letzte Geist, den ich dir abnehme. Ach, du wartest auf das, was ich dir für 1000 Punkte Konto versprochen habe. Na, da will ich mal nicht so sein. Nimm das hier. Yay. Fand gut. Geil. Dafür kriegt man 25 Cent bei Aldi. Juhu! Ja, unser Lohn nur eine Flasche, eine leere Flasche, mit der wir unseren Kummer und unseren Schmerz nun betäuben werden. Indem wir einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen und sagen, bis zum nächsten Mal, Kinder. Lasst euch nicht von den Geistern erwischen. Gute Nacht.